Ich bin ja Headhunter, also Personalberater. Und parallel dazu bin ich Karrierecoach. Also ich sehe hunderte von Lebensläufen jeden Monat. Und ganz ehrlich, nur die allerwenigsten, vielleicht 3-4%, sind wirklich gut und haben keine fatalen Fehler. So, und diese fatalen Fehler habe ich hier für dich zusammengefasst, damit du die nicht mehr machen musst. Und welche Fehler das sind, das erfährst du jetzt. Es gibt ja keine festgelegte Regel, wie ein Lebenslauf aussehen muss. Es gibt ja nur Richtlinien, aber jeder kann das so machen, wie er möchte. Du musst wissen, dass so ein Lebenslauf kein offizielles Dokument ist, sondern eine Verkaufsunterlage. Und eine Verkaufsunterlage muss immer schnell und einfach kommunizieren, warum soll ich kaufen? In dem Fall eines Lebenslaufes, warum soll ich mich länger mit dir beschäftigen? Warum soll ich dich zum Gespräch einladen? Warum soll ich dich einstellen? Und einzig und allein dazu dient dieser Lebenslauf. Das heißt, da geht es nicht darum, dass du alles, was du jemals in deinem Leben gemacht hast, dort erwähnen musst, ja? Sondern der muss ganz klar zugeschnitten sein. Ich sage immer maximal 2 Seiten. Maximal 2 Seiten. Und du musst natürlich auch Emotionen transportieren. Wir wissen ja, es wird immer aus emotionalen Gründen gekauft. Ja, und nachher versuchen wir es rational zu begründen. Womit kannst du eine Emotion am besten rüberbringen? Nicht mit Worten, sondern am besten mit Bildern. Also mit einem sehr, sehr guten Foto. Ja, ein sehr, sehr gutes Foto transportiert in einem Schlag Sympathie, Kompetenz, vielleicht auch Autorität. So, und deswegen ist ein professionelles, sehr, sehr gut gemachtes Foto super wichtig. Wenn du wissen willst, wie du das machst und welche Fehler du dort vermeiden kannst, dann verlinke ich hier in den Infokarten ein Video, wo ich das ganz genau erkläre. Punkt 2, da geht es um die Struktur. Ein Lebenslauf muss einfach sein. Ja? Also du musst denken, dass beim ersten drüber gucken, nimmt sich jemand 45 Sekunden, vielleicht 1,5 Minuten Zeit, sich diesen Lebenslauf anzugucken. Ja? So, wenn du jetzt da ein 5-seitiges Dokument eng bedruckt hast, da hat schon gar keiner Lust mehr, sich mit zu beschäftigen. Ja? Das ist wie bei einem Werbedokument oder beim Verkaufsprospekt, du willst relativ schnell sehen, okay, kommt das auf den Punkt oder nicht. Also eine einfache und klare Struktur ist wichtig. So, und dann willst du auch nicht, dass der Leser anfängt, sich zusammenzusuchen, wie das Ganze zusammenpasst, wie das chronologisch ist, sondern du willst eine klare chronologische Gliederung haben. Ich sage immer First Things First, das heißt das Allerwichtigste, das heißt, das ist deine aktuelle Position oder das, was du als allerletztes gemacht hast oder was du derzeit machst, das kommt nach oben. Das ist das Wichtigste, da gucken wir als erstes hin. Und danach geht es möglichst chronologisch nach unten durch. Da immer überlegen, okay, wenn da irgendwelche Leerzeiten sind, früher hat man gesagt Lücken im Lebenslauf, dass man sich da halt irgendwas Schlaues überlegt, was zum Job passt. Ja? Sei es eine Weiterbildung, auch über eine Bildungsreise, eine Sprachreise, sei es ein Nebenjob, der dann, wenn wir jetzt beim Vertrieb sind, irgendwas mit Vertrieb zu tun hat oder irgendwas annähernd damit zu tun hat, dass man einfach sieht, okay, das ist irgendwie, ist in dem Ganzen eine Linie drin, was irgendwo hinführen soll. Das ist sehr, sehr wichtig. Und zur Klarheit gehören auch kurze Sätze. Ja, also es müssen keine langen Schachtelsätze sein. Erstmal sind die schwer zu lesen. Das kennst du auch, wenn du dir irgendein Werbeprospekt anguckst. Da sind keine Sätze dran, die irgendwie über 3 Zeilen gehen. Das ist immer kurz und knackig formuliert. Was auch sehr, sehr gut funktioniert, sind Bullet Points oder Gedankenstriche, wo man das untergliedert. Und man hat auch herausgefunden, dass kurze Sätze viel, viel besser funktionieren als lange. Also es ist auch wissenschaftlich untersucht worden. Deswegen kannst du dir auch merken, keine Personalpronomen verwenden, weil wenn du keine, ne, also ich habe damals das und das gemacht, dann hast du einen kompletten Satz, sondern einfach das Ich weglassen und dann merkst du schon, aha, jetzt muss ich irgendwie einen kurzen Satz draus machen. Das funktioniert am besten. So, zum Thema Struktur. Der wichtigste Punkt, Erfolge. Was hast du tatsächlich getan? Und hier super wichtig, die ZDF-Formel. Zahlen, Daten, Fakten. Die Leute schauen sich Zahlen, Daten und Fakten an. Das heißt, du musst dir immer genau überlegen, okay, was hast du da getan? Was hast du erreicht und das in Zahlen machen? Ne? Dass du irgendwie Geld eingespart hast, dass du ein Team gemanagt hast, dass du ein Projekt zum Erfolg geführt hast mit einem Budget von XY. Also immer die Zeit und das Budget erwähnen. Zahlen, Daten, Fakten sind wichtig. Deswegen
habe ich zum Beispiel letztens einen sehr, sehr guten Tipp gelesen, dass du dir wirklich mal ein Erfolgsjournal machst und dir genau aufschreibst, okay, was habe ich denn tatsächlich erreicht in den Sachen, die ich gemacht habe? Was habe ich im Praktikum erreicht? Was habe ich im Studium erreicht? Sodass du die Sachen dort wirklich auch aufführen kannst und erwähnen kannst. Und die Leute interessiert meistens nicht, dass du da gearbeitet hast. Die Leute wollen wissen, was hast du da gemacht und was hast du erreicht und was waren deine Erfolge? Weil die ja sehen wollen, okay, kann er das bei uns auch machen? So, und deine Erfolge kannst du am besten transportieren, indem du aktive Worte verwendest, wie gemanagt, organisiert, verwaltet, gewonnen, solche Sachen eingespart, ne? Also Sachen, wo du aktiv was getan hast. Ne? So, und was du dann auch noch reinbaust, auch sehr, sehr gut, sind quasi die Worte, die in deinem Beruf verwendet werden. Ja, wenn es SAP ist, Programmierung oder Key Account Management, schön auch die, wenn da so Fachworte drin sind, die aus der Stellenanzeige nochmal wiederholen da drin, die da einsetzen, das ist sehr, sehr gut. Oder halt auch von der Webseite des Unternehmens, ne, oder der Branche, dass du halt wirklich guckst, okay, da müssen Keywords drin sein. Das hat zwei Vorteile. Die Leute fühlen sich natürlich zu Hause, wenn sie sehen, ah, der kennt sich ja schon mal mit unseren Abkürzungen aus. Und zweitens ist es so, wenn automatisch nach deinem Lebenslauf gesucht wird, die werden ja oft in irgendwelche Systeme eingegeben oder auch bei Social Media, dann tauchst du halt bei diesen Keywords, bei diesen Buzzwords auf. So, dann kommen wir schon zum letzten Punkt und der ist so trivial wie eklig, nämlich fehlerfrei. Ja, ich sehe so gut wie keinen Lebenslauf, wo keine Fehler drin sind. Gut, jetzt könnte man sagen, na gut, wenn alle Fehler machen, dann kann ich ja auch welche machen. Ja, das stimmt, aber möglicherweise kannst du ja auch dadurch herausstechen, dass du keine oder möglichst wenig Fehler drin machst. Dazu gibt es unterschiedliche Optionen. Also eine Option ist, nutzt die Rechtschreibprüfung. Das ist halt bei so Keywords und Buzzwords ein bisschen schwierig. Die zweite Option ist, nimm dir Zeit, also wenn du deinen Lebenslauf schreibst, gut, das dauert eh eine ganze Weile, dass du halt den wirklich mal liegen lässt, einen halben Tag oder einen Tag und am nächsten Tag wieder drüber guckst, weil dann ist es nicht mehr nur dein Dokument, sondern es ist so ein bisschen wie das Dokument eines Fremden. Und am besten suchst du dir halt jemanden, der ja, der deutschen Sprache oder der englischen Sprache, je nachdem, welcher Sprache du formulierst, wirklich mächtig ist und lässt den nochmal drüber gucken. Also hier eine dritte Person. Das ist super, super wichtig, weil wie gesagt, du siehst die Fehler auch nicht mehr. Ich weiß noch, als ich meinen Lebenslauf überarbeitet habe, ich habe den bestimmt dreimal, viermal, fünfmal Korrektur gelesen und dann hat irgendjemand anders drüber geguckt und hat gesagt, hör mal, was ist denn das, weil du siehst deine eigenen Fehler nicht mehr. Ich habe dir ja vorhin erzählt, wie wichtig die Struktur ist und für dich als Service, als Anhalt, habe ich einen Musterlebenslauf entworfen, wo man die Struktur mal sehen kann, wo das auch schon auf zwei Seiten runtergebrochen ist. Kannst du dich dran anlehnen, kannst du deine Daten reinbringen, das nutze ich jetzt wirklich jetzt schon seit einigen Jahren für hunderte von Bewerbungen, die gut funktioniert haben. Also wenn du den Musterlebenslauf haben möchtest, ich habe dir das unten verlinkt, kannst du kostenfrei bei uns anfordern.